ein herzliches und fröhliches, aber sehr mysteriöses und gruseliges Willkommen zur nächsten Folge von Bramble. Also, es ist schon wirklich Wahnsinn. Bramble, der Mountain King. Ja, noch einmal erwähnt, Tim Frost Studio ist der Entwickler dieses Spiels. Ja, der Herausgeber ist halt Merge Games. Erschienen ist es halt am 27. April 23, also es ist noch gar nicht so alt. Leute, ich finde es aber richtig cool, es geht weiter, wir sind da im Haus dieses Livus oder Luvis, wie der jetzt genau heißt. Es ist eine Sie und das ist quasi der Herrscher, die Herrscherin der Geheimnisse und Geschichten halt. Das habt ihr in der letzten Folge hoffentlich gesehen, wenn nicht, ja, schaut halt zurück oder so, also ja. Wie viele Folgen das allgemein werden jetzt, dieses Let's Play, weiß ich nicht. Ich folge dem Licht. Pich, Leute. Ach du Schande. Ja, durchgeschafft. Dankeschön fürs Zuschauen. Nö. Ach Leute, ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen dieses Spiel allgemein beinhaltet. Also von den Let's Plays jetzt her. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also es ist sicher nicht so ein riesiges Spiel. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich weiß es absolut nicht. So, jetzt muss ich den... Okay. Ja, wünschte ich mir auch. Mit einem schönen Bett. Ja, genau, da war ja was. Er wurde ja quasi gesegnet mit Mut, ne? Mit Mut und Licht, ne? Von der einen... Das Engel, von dem einen Engel da quasi. Das war sicher ein Engel des Mutes, also das wir letztens gesehen haben, vor ein paar Folgen, Leute. Also es ist schon wirklich Wahnsinn. Die Story ist so richtig cool gemacht, richtig mysteriös gehalten alles. Alles richtig mega. Oh mein Gott, ah, da ist er. Shit, Leute. Servus. Und? Was ist mit dir? Ebnest du mir den Weg oder was? Na gut, dann gehe ich einmal rein. Folge mir. Jetzt folgt er mir. Gut, also er hat mir den Weg gewiesen. Ja, das ist... He heard a familiar voice. Die Mama wahrscheinlich. Follow me, little brother. I will protect you. Hey, Lillemor! Folge... Ja! Das war meine Schwester! Schau da mal! Ja. Also... nö, das ist... Ich schätze mal, die ganze Moral der Geschichte bei dem Spiel ist sicher alles nur ein Albtraum. Oder ein Traum. Ich weiß es nicht. Ole, das habt ihr gehört? Die Schwester ruft mich. Ich hoffe, sie wurde nicht auch geopfert, Leute. Hä? Ich muss ja da rüber, oder? Ah, jetzt geht's. Komisch. Naja. Schwester, bleib stehen! Ja, ich komme schon. Boah, das ist schon gruselig, Leute. Ehrlich. Es ist so gruselig. Also es wird die letzte Folge in der Session. Dann ist die Session vorbei, weil ich möchte ein anderes Spiel auch noch Let's Play. Ach du Schande. Was passiert jetzt? Oh, im Wald drin wieder. Ach du Schande. Oh, was ist das? Ja, der Riese. Was ist das? Nö. Bossgegner. Leute! Bossgegner, der nächste. Oh, Leute. Tot. Warte. Hinter diesem Baum darf ich wahrscheinlich gar nicht hin. Momentan heftigste Bossgegner.
schätze ich mal, irgendwas machen, weil ich wird dadurch am Leben erhalten. Komm, mach was. Oh mein Gott. Puh, Leute. Bossgegner. Zerstören. Ach du Schande, ist das heftig. Okay. Das ist der schwierigste Bossgegner. Kann sie nur um Jahre handeln. Leute! So, den zerstören wir das einmal. Okay. Das war eine Illusion, Leute. Das war jetzt nicht. Das war tatsächlich jetzt nicht echt. So, und jetzt gebe ich dir den Gnadenstoß.
auch schon wieder. Schande, Leute. Das ist aber nicht der Endboss, oder? Wartet mal kurz. Ich glaube, ich muss die Brücken des treffen. Leute, es ist heftig. So, ihr Lieben, was ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, in dem ich endlich einmal sage, wie schaffe ich das? Ach du Schande. Leute, wie soll ich das schaffen? Ich weiß nicht, was ich da machen muss. So, jetzt weiß ich's. Leute, jetzt weiß ich's. Sag einmal, ist das schon der Endboss? Jetzt einmal ehrlich, ist das schon der Endboss? Das wäre unglaublich mega. Ich meine, wäre schade. Ah! Loch nicht so blöd. Ja, das gibt's ja nicht, Leute.
bisschen schneller. Ach du Schande, Leute, nächste Phase. Bist du wahnsinnig? Phase, Leute. Ach du Schande, Leute. Boah, das ist nicht ohne, echt jetzt. Jetzt einmal noch, nur noch einen einzigen. Leute! So. Jetzt aber. Komm doch, fall endlich! Oh. So, jetzt komm! Komm! Leute, es ist heftig. Wie oft noch? Das gibt's doch nicht. Entschuldigung, darf ich es auch einmal beenden? Sag einmal hallo. Leute, ich weiß, es ist Overkill. Aber ich weiß nicht, wie lange das hier geht. Achso. Ach du Schande.
Ja, ihr Lieben, was passiert jetzt? Also diese Szene war heftig und das war wirklich ein Bossgegner von allerfeinsten. War das jetzt schon der Endboss, Leute? Oh. Mal schauen, was jetzt passiert, Leute. Was? Oh, Gott sei Dank geht's weiter. Ola, what have you done? Tuva's voice called out to him. So, ihr Lieben. Ja, dann werden wir die Folge beenden. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein Bossgegner war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich das nicht so stehen lassen, weil ich jetzt nicht genau weiß, war das das Ende? Gehen wir jetzt zum Ende? Was passiert hier noch? Geht es weiter? Ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht. Wann wird es das Ende sein? Weil wenn ich jetzt aufhöre und es ist gerade einmal 2 Minuten oder 3 Minuten. Ich glaube, das war's, oder? Musik, Leute. Schau da mal. Ah. Schau da mal, Leute. Das ist heftig. Einfach Wahnsinn. Also das war ein Bossgegner, der sich wirklich gezogen hat. Oh, schau da mal. Das ist heftig. Da wehen die Kleider der toten Mütter, kann man sagen. Also Leute, die Musik, bist du wahnsinnig. Gänsehaut bei der Musik, jetzt bin ich echt ehrlich, also wirklich. Boah. Welcome till Nilschuld. Ach du Schande, Leute.
Ja, sieh ja was. Was ist da? Ein Schlüssel. Aufheben natürlich. Oh, sind wir in der Kirche, schau da mal. Strafet Winter Hedder. Das ist ja ein dänisches Spiel. Oder Norwegen? Keine Ahnung, Leute. So. Aber ihr Lieben, ich glaube, es geht weiter. Es ist noch nicht zu Ende, das Spiel. Das werden wir aber in der nächsten Folge und in der nächsten Session auf jeden Fall herausfinden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Horsti. Game over. Ciao.